Iwanner scheine guten Owend, et ass lo gleich so weit a Krëchtdag steet vir unter Dir. An dofir gimm och als éischt op die järlech Krëchtfeier an de Sippe. When the world seems to shine like you have too much wine, that's amore. Ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing me the bella. Art will paint, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like pasta fazundes, amore. When you dance down the street, be so loud at you. Gute Mütten, wir sind heute zu Mama am Sippe, wo die Kommission von der Familie auch vom dritten Alter zusammen mit der Gemeinde Mama die Christfeier organisiert. Es sind rund 135 Leute, die an dieser Feier teilholen. Wir haben im Programm ein ganz flottes Orchester, die für musikalische Stimmung wird sorgen. Und dann geht es so, hallo, gegen 17 Uhr, könnt dann kein Leute haben, Friedlands Hallo serviert. Und man als das hier ein traditionelles Steckbüsch. Wir hoffen, wie gesagt, dass die Leute ganz viel Freude tun und dieser Feier, weil das wirklich eine Tradition, die die Familienkommission organisiert, und dass sie ganz viel Spaß tun. Die Damen und die Herren, ich muss kurz die schöne Musik unterbrechen und ich hoffe, viel daran hören, aber das ist auch mal schöne Musik. Also, Kompliment, die ich gerne für und da war nichts zu machen, wäre sie nicht schön. Ich will aber kurz in den Strichland da am Namen vom Schaffener Gemeinderat. Ich will euch herzlich begrüßen und ich will auf dieser Platz der Direktion vom SIPA Merci sagen, dass sie als Dateien erlaubt, für euch zu feiern. Ich will aber auch Kollegen aus dem Schaffenrat, den Herr Gilles Roth, den Deputy Maire, und den Chef Roger Negri, entschuldigen Sie uns zwei und andere Verpflichtungen. Ich hatte letztes Jahr geschwärzt, weil wir ganz frisch an Mann, dass wir alles für Projekte haben. Verschiedene sind auch gefangen gehen, andere sind ein bisschen noch angeregelt gehen, weil Prioritäten nicht so, für uns nicht so stark sind. Und ich hatte auch für das Jahr wenige gebaut, die hier um Sitzel kommen. Das könnt, mit da haben wir ganz viel administrativ die Marschen zu machen gehabt, Probleme gehabt, auch mit einem Erfpachtvertrag, den wir mit der HPPR machen und so weiter. Auf alle Fall sind wir da im guten Weg und nächstes Jahr um diese Zeit werden wir auch schon etwas gesehen, auch was noch nicht fertig ist. Wir natürlich auch noch Projekte, also auch das um soziale Wohnungsbau hat jetzt gesagt, und ich meine, auch da wird das ein HPM als Bisschen am Plan gelöst, weil die wissen, dass sie zu allem die große Projekte haben, wo über 3000 Leute sollen kommen.
Und wir werden dann nur der Sommervakanz 2019 mit diesem Projekt aufhängen, um Parking von der Erle Jean-Merckx-Schule, also dürfte der Pizzeria Crocante. Wir haben aber andere Projekte, die auch ganz konkret sind, noch für einen Gemeinderat waren, die hat auch vielleicht schon ein Gemeindegebot gelesen. Ich will es aber trotzdem aufschwätzen, dass man schlussendlich den Willenbau, für die Mämmer ist das der Begriff, der soll die nicht weit von hier wegleiten, gekauft und daraus will man ein kleines Bijou machen. Eine Brasserie mit dem größten Saal, die geht erhellen, die geht restauriert. Und da wird dann ein Lokatär da sein. Wir fanden, dass das am Zentrum von Mämmer eine Adresse soll gehen. Wir werden da doch hier bis dahin können trippeln, Sommer hier bausen oder vielleicht der Bannen ein Päckchen trinken. Wir haben auf der Kerb, der Park des Bori de l'Azur, hat sich gesucht, das ist konkret. Da werden wir also den Park urbanistisch revalorisieren. Wir werden noch Tennishallen vergrößern. Bon, die sagt man, wir können nicht davon profitieren, mit interessiert dich bestimmt. Und der Restaurant, der wird auch neu gebaut gehen, sodass das doch ein Projekt ist, den praktisch Bruchhalt, das demnächst an der Gemeinderat kommt, und also auch Kerbwert verschönern. Lass die Resistenz zu Holz, die geht Ende Januar zu Holz und Viergestalt. Auch da ist, wie gesagt, ein Shared Space, wie wir wollen da machen, optisch auf Mansfeld der Kirche. Das ist nicht zum Durch, aber das ist ein Thema. Ich interessiere das noch nicht, weil der, alle guten Kirchenbrauch hat zu schöpfen, aber für die hele Leitung auch das Reglement durchgepasst, für Schneeschöpfen und Hecke schneiden. Das ist aber im Gemeinderat, im Gemeindebuch publiziert, das wird noch publiziert. Ja, ich meine, ich hätte nur genug gezählt an der Richtung, die sitzen in der Teil für mich nur zu lauschen, weil das mir interessant ist mit der Musik, wie gesagt. Ich will just profitieren für der Madame Simone Frank, die neue Präsidentin von der Familienkommission, mit ihrer ganzen Kommission, oder ich meine, sie bauen Grand Complet, da merci zu sagen, für ihr Erbes, nicht nur für das Teil, was sie zusammen mit Werkes organisiert haben, dann sind Leute, mehr aber auch für die Erbes, die das ganz schön durchmachen. Am Interesse von der Familien, der Kinder, der Jugendlichen und auch natürlich im dritten Alter. Ja, ich meine, ich hätte mal genug gesagt. Ich wünsche euch alle Guten eine friedliche Adventszeit. Schön richtig, bleibt gesund, geht nach vielleicht mehr gesund, wie ihr los seht, und alles Gute am neuen Jahr. Merci. An wie könnt ihr das anders sehen, auch bei den Kanner und Mama. Thank you.
Christian, wird schon eine Tour gemacht, ich meine, war auch schon an der Klasse, in Göster, Pflegöster, in Prekos, an Preskolär, wo ein Kanner schon gräst wird, die auch ganz leicht für ihre Gesang nun, an die schon eine kleine Kanne gut tun. Ich bin froh, liebe Christian, dass du heute bei Beinig kannst dienen, wie auch du hast, was du kommst, ob dir da, ob mit Nase, ob mit Kader, ob mit Tränen, oder schneit, was du immer halb bei ist, und ich fand das tut eine gute Sache von den all die friedlichen und flotten Gesichter von den Hammer gesagt, da muss ich so, dass der Teil ein ganz, ganz gute Sache ist. Ich will von dieser Gegend noch profitieren, für die ganze Organisation Merzen zu suchen. Für mal an erster Linie aus dem Syndikat Initiativ Merzen zu suchen, was ihre Präsidentin, Nicole Gasch, an dem ganzen Komitee, die viel Geduld dafür gesorgt haben, dass die ganze Organisation heute so klappt, dass die Mama als Mama den Kästchen an dem Flotte Kinexpont heute bei ihr kommt. Kommen. Thank you.
An hei e puer Impressionioen vum desjährege Cyclocross beim Lycée Josy Bartel zu Mama. No 40 Joer Führerschein, ma wie wees dann her alles? Wie jaset ma am Rampe? Wie jaset ma der Vierfährten? Et as lo schon die zweite Keier, wo d'Familiekommissioun vu Mama e Kur de Rattrapage an der Fahrschule op der zu Kapellen organisiert huet. Hei können d'Absolventen ihr Kenntnisse am Verkeierem opfrischen. Wir sind hei bei der Autoekolle Jan op der Kap, wo mir als Kommission von der Familie vom dritten Alter an Zimmer habe ich mit der Gemeinde einen Opfrischungskurs von Côte d'Arontoun. Dieser Kurs geht über zwei Tage und das jeweils zwei Stunden. An diesem Kurs kriegen die Leute eine Opfrischung von Côte d'Arontoun und sie kriegen auch gewiesen, besser gesagt theoretisch gewiesen, wie sie sich am Straßenverkehr sollen verhalten. Ein von den Hauptthemen ist sicherlich den Kreisverkehr. Dieser Kurs hat wirklich viel Succes, weil das schon den zweiten Kurs, den wir für dieses Jahr organisieren. Aus dem Grund kommen wir als Kommission decidiert, diesen Kurs beizubehalten. Und wir werden den wirklich als Standardkurs an unserem Programm von der Familienkommission mit aufbauen. Da war Jung von der Eispiste auf dem Chalet bei Mama Schloss, machen den Aufschluss von der Emission von Haut. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by choir and folk.
dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to glide. And so I'm offering this simple phrase: kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Die Emission vom 15. Dezember 2018. Nur eine kleine Pause gesehen wir uns dann den 15. Januar rum. Wir wünschen euch bis dahin besinnlich und friedlich Christus und einen guten Rutsch an das Jahr 2019.